Wir haben uns vorgenommen, mal unsere Themen etwas nachhaltiger zu folgen und werden jetzt eine kleine Trilogie in den nächsten beiden Jahren, in diesem Jahr, in den nächsten beiden Jahren versuchen in unseren Kollektionsgestaltungen. Diese Trilogie, die heißt halt Arbeitstitel Diesseits und Jenseits von Eden. Wir fangen an sehr einfach, mit einem anscheinend sehr einfachen Thema, und zwar Schmetterlinge, auf Lateinisch zoologisch Lepidoptera. Lepidoptera, Schmetterlinge, das bedeutet ja auch Tagschmetterling, aber auch Nachtschmetterling, also durchaus ein sehr ambivalentes Wesen. Und das wollen wir in seiner Ambivalenz mit seinen Licht- und Schattenseiten auch ein bisschen gestalterisch zeigen. Im Altgriechischen heißt Schmetterling ja auch Psyche, kein Wunder. Es ist praktisch ein Paradigma für die Seele, für die Lichtzugewandten, für die dekorativen oder lebensbejahenden Seiten der Seele, aber auch für die Schattenseiten, für das Dunkle, für das Dämonische vielleicht. Lepidoptera, Psyche, praktisch der Seelenvogel, aber die Schmetterlinge sind natürlich auch ein Paradigma für die Metamorphose, für die Wandlung. Aus dem Ei werden, aus dem Insektenei werden der Raupe, aus der Raupe die Puppe, entfaltet sich dann ein fertiges Flügel des Schmetterlingswesen. Auch das haben wir uns angeschaut und wird in den letzten Teil zu sehen sein, den die Entwurfsklasse für die Kollektion gestaltet hat. Ich wünsche viel Spaß.